Ja, Sonntag, der 8. Oktober 2023. Der erste richtige Herbsttag nach dem Novembertag gestern. Die letzten Tage hatten wir nur Dauerregen. Heute ist endlich mal wieder sowas wie die Sonne zu sehen. Aber es ist deutlich kälter geworden. Wir hatten hier in Miekendorf heute Nacht Temperaturen von 5 Grad. An der Grenze zu Dänemark ist ja nicht weit weg hier. Da waren es nur 2 Grad. Die polare Kaltluft aus dem Norden, die ist unterwegs nach Mitteleuropa. Und wir sind die Ersten, die es hier trifft. Langsam wollen wir uns um das Verdampfen kümmern. Wir dürfen ja voraussichtlich ab November verdampfen hier. Und da wird es eine kleine Reihe von mir geben zu diesem Thema hier auf nordbiene.de. Ich habe ja jetzt schon viele, viele Jahre mich mit dem Verdampfen von Oxalsäure beschäftigt, einige Dinge ausprobiert, einige juristische Dinge durchgestanden hier und auch einiges an Theorie hier mitbekommen. Und das wollen wir uns jetzt genauer angucken. Heute geht es um die Praxis, meine lieben Bienenfreunde. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Praxisvideo hier bei nordbiene.de. Ja, wir dürfen verdampfen und wie wir schon in den letzten Videos von mir gesehen und gelesen haben, ist die Wahl des Verdampfers hier uns völlig freigestellt. Die Firma Andermatt Biovet aus der Schweiz, die empfiehlt natürlich ihre eigenen Verdampfer. Das ist einmal der Varox Eddy, der mit dem gelben Akku hinten dran. Und dann ist es noch ein weiterer Pfännchenverdampfer, das ist nämlich der Varox, der hier an die Autobatterie angeschlossen wird. Ich hatte einen ganz ähnlichen Verdampfer hier zum Testen, auch ein Pfännchenverdampfer, und davon bin ich komplett weg. Es gibt dort meiner Meinung nach nur Nachteile. Ich würde immer versuchen, einen Verdampfer zu wählen, bei dem die Oxalsäure, der Oxalsäurenebel hier richtig mit Hochdruck rausgeschleudert wird. Ich habe die Videos gesehen hier. Und ich würde vor allem empfehlen, immer von oben zu behandeln. Warum? Ganz einfach, gerade der Pfännchenverdampfer, der hat mir gezeigt, wenn wir durch das Flugloch bedampfen, erst recht mit einem Pfännchenverdampfer von unten, wo gar nicht so viel Energie bei entsteht, dann quellen die Oxalsäurenebel zwar auch in die Höhe, aber nach meiner Beobachtung nur maximal 25 bis 30 cm in die Höhe. Was passiert aber, wenn die Wintertraube oder wenn die Bienen in der zweiten Zarge, in der oberen Zarge sitzen? Richtig, da kommt fast gar nichts mehr an Oxalsäurenebel hin. Wir verdampfen ja in der Regel in der kalten, brutlosen Jahreszeit. Da ist denn der Luftumtrieb in den Bienenkasten ohnehin gering. Die Luft steht, wie bei jedem kalten Wetter auch hier. Der Nebel, der steht tatsächlich in der unteren Zarge und erreicht gar nicht die Bienen. Somit wäre die Wirkung hier tatsächlich verpufft. Falls ihr euch doch den Varox Eddy kaufen wollt, weil er andere Vorzüge hat, zum Beispiel akkubetrieben, nicht netzabhängig hier, dann würde ich euch immer empfehlen, auch wie ich über die Verdampferzarge zu behandeln hier. Anstelle des kleinen Loches von 12 mm Durchmesser würde ich euch dann empfehlen, hier einen Schlitz reinzuschneiden. Klar, der muss für den Rest des Jahres dann wieder verschlossen werden. Aber auch den Varox Eddy, den würde ich immer von oben einsetzen. Denn wenn wir die Oxalsäure-Nebelschwaden uns beobachten, klar, in den ersten Sekunden steigen sie natürlich auf, alleine schon wegen der Temperatur. Aber sie setzen sich relativ schnell runter. Sie sind schwerer als Luft natürlich, weil Oxalsäure-Nebel kristallin. Das ist ja nichts anderes als ganz feiner Staub in der Luft. Und Staub setzt sich nun mal ab. Jede Hausfrau kennt das Problem hier. Ja, das ist so mein Hinweis an euch. Versucht, wenn es irgend geht, die Völker von oben zu behandeln. Da habt ihr dann die Sicherheit, wenn unten aus dem Flugloch die Nebelschwaden herausquellen, dann wurde die ganze Beute, der ganze Beuteninhalt eingehüllt. Und die Bienen, die wurden alle getroffen hier, mit etwas Glück. Das ist so mein Tipp, und wenn wir die Völker verdampfen, ihr werdet es sehen nachher an den Videos, die Völker, die fangen an richtig aufzubrausen. Natürlich spüren die Bienen die Oxalsäure-Nebelschwaden hier. Die sind denen auch unangenehm, es ist nämlich eine hochätzende Säure natürlich und feinste Milliarden kleiner Staubpartikel hier in der Luft, das merken die Bienen und die wollen den Kram rausventilieren. Und ich würde tatsächlich das Flugloch für die 10 Minuten nach der Verdampfung hier verschließen, sodass die Schwaden noch ein bisschen im Bienenvolk bleiben können. Nach 10 Minuten kann man aufmachen, dann ist alles durch hier.
So, aufgrund der aktuellen Entwicklung hier nochmal einige Informationen zum Oxalsäureverdampfen. Ich verweise hier auch gerne auf Pias letzten Livestream, fast 5 Stunden lang. Da wird ausführlich über das Verdampfen berichtet, unter anderem auch von einem Handelsvertreter der Firma Andermatt Biovet in der Schweiz, der Herstellerfirma, die jetzt Varoxal herstellt und demnächst auch in Deutschland anbietet, nebst den dazugehörigen Verdampfern. Natürlich will die Firma verkaufen, das merkte man in diesem Gespräch mit diesem Handelsvertreter ganz eindeutig. Er will auch seine Geräte natürlich an den Mann bringen, vor allem auch sein Arzneimittel hier. Nicht alles, was er erzählte, war richtig. Zum Beispiel falsch ist, dass Oxalsäuredämpfe nicht weiß seien. Das ist eindeutig falsch. Natürlich ist sublimierte und resublimierte Oxalsäure kristallin in der Luft weiß. Wir erkennen es hier an großen schwarzen Nebelschwaden. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Varox Eddy die nötige Energie hat, um diese Nebelschwaden in ausreichender Menge zu verdampfen hier. Der Sublimox zum Beispiel, mit dem ich allerbeste Erfahrung habe, der kann das. Ja, und wie wir gehört haben, auch in Pias Livestream jetzt endlich die Information, dass alle Verdampfer zugelassen sind, die hier geeignet sind. Also nicht nur der Varox Eddy und der Varox, es sind nicht die einzigen Geräte, die zugelassen sind, sondern jedes andere Gerät auch. Sei es zum Beispiel der Sublimox, den ich eindeutig hier empfehlen kann, aber auch der Instant Vap und so weiter, wie sie alle heißen, alles ähnliche Geräte hier. Alle diese geeigneten Geräte zum Verdampfen sind zugelassen, auch wenn uns einige wenige Werbekanäle hier auf YouTube etwas anderes erzählen. Sie bekommen Geld dafür, dass sie Werbung machen für Andermatt. Von daher sollte man denen nicht unbedingt glauben. Die verbreiten hier nach wie vor die Ansicht, es seien nur der Varox Eddy und der Varox zugelassen. Das ist eindeutig falsch. Ein Wort will ich noch verlieren zum Stöfchen oder auch zum Teelicht. Verdampfen per Stöfchen, verdampfen mit Teelicht und Löffelchen. Hier gebe ich zu bedenken, dass Stearinsäure und andere Wachssäuren oder Kunstwachse keine tierarzneimittelrechtliche Zulassung besitzen. Somit dürfte das Verdampfen mit Stöfchen oder überhaupt mit Teelichten generell rechtliche Probleme verursachen. Das gebe ich auf jeden Fall zu bedenken hier. Ja, noch einmal zurückkommend zur Oxalsäure an sich. Viele von euch kennen ja die technische Oxalsäure. 1 Kilogramm kostet hier im Baumarkt oder im Imkershop, je nachdem, wo ihr das kauft, 9 Euro, 10 Euro, 11 Euro manchmal. Varoxal, das ist diese Größe hier. Wie gesagt, das ist 1 Kilo. Das obere, das ist 70 Gramm oder 75 Gramm Wirkstoff. Der kostet 34,95 Euro. Hochgerechnet auf das Kilo würde dieses Medikament 465 Euro kosten. Nun stellt euch mal vor, beides derselbe Stoff ist, beides komplett identisch, chemisch in beiden Flaschen genau dasselbe drin, kommt auch aus derselben chemischen Firma, Fabrik in China, aus demselben Zapfhahn. Der einzige Unterschied ist nur, einmal steht unter dem Zapfhahn dieser Behälter hier und einmal steht unter dem Zapfhahn dieser kleine Behälter hier. Ja, das ist dann ein Preisunterschied von mehreren 100 Euro pro Kilo. Wie gesagt, hier zahlen wir 9 Euro pro Kilo, hier zahlen wir 465 Euro pro Kilo. Tja, das ist der Unterschied. Daran kann man mal erkennen, ohne Wertung, wie unser politisches und gesellschaftliches System funktioniert. Ist schlicht und ergreifend so. Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Stoffen ist, der obere Stoff hat eine Zulassung. Das ist der einzige Unterschied. Beide kommen auch vom selben Hersteller. Beides mal hundertprozentig das gleiche drin hier. Ja, das müsst ihr wissen. Ich werde keinem empfehlen, natürlich nicht die technische Oxalsäure zu verwenden, auch wenn sie 1000-mal günstiger ist hier, sondern natürlich das Arzneimittelprodukt, das auch zugelassen ist. Aber hier nur mal als Unterschied, wie unser System funktioniert hier. Und vor allem auch die Firma Andermatt, die will natürlich verdienen, ist ja ganz klar. So ein Zulassungsverfahren kostet Geld, richtig viel Geld natürlich. Wobei der Firma ist es egal, welchen Verdampfer ihr verwendet. Natürlich wäre es schön als Dreingabe, wenn ihr euch noch den Varox Eddy kauft, ist aber nicht verpflichtend laut Zulassungstext hier. Nein, ich glaube sogar, der Firma ist es völlig egal, welchen Verdampfer ihr verwendet. Denn die Gewinnmargen, die werden ohnehin
über das Arzneimittelprodukt hier erzielt und nicht über den Verdampfer. Denn wer sich für Oxalsäureverdampfen interessiert, der hat bereits Verdampfer und der hat bereits ganz andere Verdampfer hier. Da wird Andermatt kein Geschäft mehr machen, denn die sind viel, viel weiter verbreitet, als man sich vorstellen mag. Nein, die Firma, die erhofft sich, anhand des Medizinproduktes hier ihre Gewinnmargen auszuschöpfen, den Gewinn dann irgendwann zu erzielen, wenn die Kosten für das Zulassungsverfahren abgestottert sind oder sich amortisiert haben, will ich mal sagen. Ansonsten Verdampferwahl völlig frei, falls ihr euch doch den Varox-Eddy kauft. Wie gesagt, meine Tipps kennt ihr. Ich würde immer zu einer Halbzarge raten mit einer kleinen Öffnung fürs Verdampfen. Und da eignet sich natürlich dieses hier am allerbesten. Wir haben ja einen Rohraußendurchmesser von 6, 7 mm hier. Das ist alles gar kein Problem. Da kommt die Oxalsäure richtig rausgeschossen. Und ich werde es euch zeigen, ihr seid dabei. Ja, falls ihr euch für das Thema interessiert, hier Kanal abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr zu diesem Thema, hier zum Beispiel bei nordbiene.de. Dann werdet ihr nämlich automatisch erinnert und abonnieren und Glocke einschalten, das kostet nichts. Mitgliedschaften gibt es bei mir nicht zu kaufen, das wird es auch nicht geben, denn ich habe nicht vor, meine Zuschauer in bessere und in schlechtere einzuteilen. Nein, bei mir sind sie alle gleich. So, meine Lieben, schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf nordbiene.de, wenn es dann vielleicht schon ans Verdampfen geht. Schauen wir mal. Tschüss!